Willkommen, liebe Modellwarenfreunde, zu Freitalk. Es ist schon wieder eine Woche rum und ich heute mal die Location gewechselt habe. Ich habe mich einfach eingeladen. Und Sie sehen schon, wer neben mir sitzt. Ich kenne mal einen Modellwarner, der hat gesagt, wir haben den schönsten Job der Welt. Ich bin gerne zu dir bei Gast, zu Gast, lieber Mike, in deiner Werkstatt, weil hier gibt es immer so unheimlich viel zu sehen. Aber wir wollen heute nicht nur sehen, wir wollen heute was sagen. Nämlich über die berühmteste Modellbahnstraße, die es gibt. Das hast du gesagt, lieber Frank. Ich freue mich ganz doll, dass du hier bist. Also erstmal hallo, liebe Modellbahnfreunde. Und du weißt es ja immer, wir wohnen ja eigentlich auf der Nähe, aber wir kommen selten zusammen. Ne? Das ist so, naja. Nee, aber eine der berühmtesten weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine der schönsten, für mich zumindest, Modellbahnstraßen oder Straßenzeilen, die es für die Modellbahn gibt. Ich glaube, da haben wir ja hier schon mal ein bisschen was aufgebaut im Hintergrund. Die Schmidtstraße. Die Schmidtstraße, ganz genau. Ja, und es gibt nicht nur Straßen und ganz viel bei dir zu sehen. Die Dioramen, liebe Freunde, kann ich Ihnen sagen, hier hängt alles vor der Modellbahn. Es ist immer wieder schön. Und was es auch gibt bei Mike, den besten Kaffee von Berlin. Naja, das finde ich. Kaffee ist schon wichtig. Kaffee ist ganz wichtig, das brauchen wir zu unserer Talksendung. Denn wie gesagt, heute geht es um die Schmidtstraße und das Ganze drumherum. Jetzt habe ich eine ganz fiese Frage. Oh. Wie lange gibt es denn eigentlich schon die Schmidtstraße? Also Frank, wir sind beide ehrlich. Ne? Ich habe es selber so auch nicht gewusst. Ich hätte mich ein bisschen verschätzt, weil die Schmidtstraße ist natürlich ein Straßen-, ein Häuserzug, den es bei Auhagen gibt, das ist ganz klar. Ist ja immer so, wenn du bei mir bist, geht es irgendwie um Auhagen. Ja. Und ich dachte, dass die schon länger im Programm wäre. Aber nach Rücksprache mit dem Robert Werner ist es dann doch so rausgekommen, so Mitte der 2000er Jahre, also so um 2005 rum, ist die Schmidtstraße zu Auhagen gekommen. Die wurde ja da nicht konstruiert. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wieso Schmidtstraße? Die könnte auch Lehmannstraße heißen. Die könnte auch Lehmann, die könnte auch Schulzestraße heißen. Aber ein gewisser Herr Schmidt aus Köln hat diese schönen Häuser damals entworfen und hergestellt und wollte das aufgeben. Und die Firma Auhagen hat gedacht, das ist eine tolle Produktergänzung für uns und hat die damals also eingekauft, die Werkzeuge. Man merkt es auch, wenn man die baut, die sind anders konstruiert, Frank. Also man merkt schon, das ist nicht so konstruiert wie normalerweise ein Auhagenhaus. Es gibt ein ganz neues Eckhaus dabei, das haben wir jetzt nicht hier, aber das ist auch egal. Da merkt man, das ist eine Auhang-Konstruktion. Die Schmidtstraßenhäuser sind etwas anders konstruiert. Also das fällt dann schon so ein bisschen auf. Genau. Denn was wir heute hier machen, liebe Freunde, ist ja ganz einfach, wenn man Modellbahnanlagen sieht, und das wirst du ja wahrscheinlich auch immer wissen, da kommt man in eine Modellbahnstube, da ist eine unheimlich große Landschaft, ein schöner Bahnhof, Berge, Einfamilienhäuser. Und was fehlt, sind eigentlich Stadthäuser. Und diese Anregung wollen wir Ihnen heute mal so ein bisschen mitgeben. Falls Sie was Neues planen oder was umbauen wollen, so Stadthäuser hat so ein bestimmtes tolles Flair. Ja, genau. Also nicht nur, du hast es ja schon angesprochen, nicht nur Begrünung, nicht nur Bäume sind wichtig, sondern eben auch so ein bestimmtes urbanes Umfeld. Also gerade bei Bahnhöfen und so weiter muss man jetzt nicht ganze Straßenzüge bauen. Aber so ein Stadtumfeld oder Kleinstadtumfeld, das hat natürlich schon auf der Modellbahn so einen ganz gewissen Reiz, weil man auch auf viele Sachen achten muss. Also beispielsweise, wie sehen denn Gehwege aus? Ich brauche eine Gehwegerhöhung sozusagen. Und wo stehen denn die Laternen und so weiter? Natürlich auch das Thema Alterung. Man sieht es hier an meinen Häusern, was ich hier alles so mal rumzustehen habe. Das ist für mich ja immer so ein Thema, so schachtelfrisch. Ja, kann man machen, aber mit einer leichten Alterung, mit einer schönen Patina sieht das Ganze natürlich auch schon wieder ganz anders aus. Ne? Eben. Und vor allen Dingen, was mir immer so gefällt, auch bei dir und wenn man auf den großen Dioramen sich das mal anguckt, du hast so ein Händchen dafür. Da gibt es also auch mal Häuser, die so völlig entkernt sind, wie wir hier vorne auf dem Diorama sehen. Ja. Man muss es ja nicht so machen, wie es aus der Schachtel kommt. Ganz genau. Das ist ja eigentlich immer das, wo der Bausatz ist ja im Prinzip immer nur ein Grundbausatz, wenn man es so sagen möchte, wenn ich das Haus so baue, wie es in der Anleitung abgebildet ist, dann habe ich irgendwann genau das, was ich auch auf dem Schachtelbild vorne zu sehen habe. Ne? Aber dann geht es für mich eigentlich erst los, das
Umgestalten der Gebäude und das farbliche Behandeln, vielleicht hier oder da doch mal ein anderes Fenster einsetzen, mal vielleicht ein anderes Dach bauen. Das ist eigentlich das, was es nachher ausmacht. Und da kann man dann auch, wenn man mal günstig von mir aus mal zwei Schmidtstraßenhäuser oder von anderen Firmen gibt es natürlich auch Stadthäuser, das ist ganz klar. Wenn man die mal günstig erwerben kann, holt man sich davon gleich zweimal und dann fängt man an, mal ein Haus davon umzubauen. Und man wird feststellen, es macht Riesenspaß. Gerade in den Wintermonaten will man ja auch was zu tun haben. Und zum Zweiten ist es wirklich, das belebt diesen Straßenzug ungemein. Und erstens mal das und zweitens ist ja auch immer ganz wichtig, du hattest vorhin schon, glaube ich, mal angesprochen, Bürgersteige, Straßen, Gullideckel, Rinnstein, wie wir so schön sagen. Das ist ja alles eigentlich erhältlich bei Auhagen. Genau, das bekommt man alles bei Auhagen. Also wir haben ja hier mal ein kleines Konsortium aufgebaut. Da hinten haben wir zum Beispiel mal Bordstein, Kanten und Rinnsteine. Auch ein ganz wichtiges Thema. Wer sich damit mal befasst, der wird feststellen, wow, also einfach nur ein Bürgersteig ist einfach nicht nur eine gerade graue Platte, sondern da passiert richtig was drauf. Da habe ich Kanaldeckel, da habe ich Wartungsschächte für Telekommunikation und so weiter. Das, wie gesagt, gibt es alles bei Auhagen. Und dann gibt es natürlich auch die entsprechenden Gehwegplatten mit Zubehör, das kann man auch sagen. Und was man hier auch sehr schön noch sieht, bei dir im Hintergrund, es gibt diese kleinen Stadtbäume, wirklich mit diesem Baumgitter ringsrum. Auch das belebt natürlich so eine Stadt. Das war, glaube ich, Neuheit voriges Jahr. Ne? Das war Neuheit. Oder war es schon 2 Jahre her? Ich glaube, es ist sogar schon 2 Jahre her. Verliert ja langsam die Zeitrechnung. Also ich glaube, auf der Messe, wo wir noch zusammen gesprochen haben, ja, da muss es, glaube ich, zwei Jahre ist es her. Da kamt ihr mit diesen Einfassungen, was das ja auch wieder unheimlich belebt, das Ganze. Ja, natürlich. Also für mich ist es ja auch immer interessant, nicht nur ein Bahnhofsumfeld oder ein BW-Umfeld filigran auszugestalten, sondern gerade eben auch so eine Stadt. Das, was hier jetzt aufgebaut ist, das ist ein sogenanntes Fotodiorama. Da fehlt jetzt natürlich noch die Ausgestaltung. Du siehst, da ist wenig Leben los. Da stehen zwar ein paar Bäume, aber Figuren, Modellfahrzeuge, Fahrradfahrer, Motorrad, man kriegt ja heute alles, Brief bis hin zu Briefkästen, Bushaltestellen und so weiter. Das fehlt hier natürlich eigentlich noch drauf. Das belebt natürlich die ganze Sache. Und wenn man ein feines Auge dafür hat, weißt du, das ist ja auch immer so eine Sache, die Leute kaufen gerne mal einen Güterwagen, Personenwagen, der wird sich stundenlang angeguckt und da wird geguckt, ja, die Anschrift stimmt und da ist sogar das Loch von der Türklinke und so weiter. Du weißt, was ich meine? Und bei der Stadt, da wird es manchmal so ein bisschen vernachlässigt, obwohl das gar nicht so ein dröges Thema ist, sondern gerade da kann ich viel machen. Ich habe hier zum Beispiel, das wird man jetzt nicht sehen mit der Kamera, da vorne fehlt ein Gullideckel, hier, siehst du, da kann man zum Beispiel so diesen Kanalarbeiter darstellen, alles sowas. Also das gibt wahnsinnig schöne Szenen, die ich auch in der Stadt gestalte. Und was mich auch beeindruckt hat eigentlich, du hattest mir das, glaube ich, vorher ja schon mal gezeigt oder angedeutet, das Geschäft, das Schuhgeschäft mit den Schuhen. Ja, genau. Genau. Hier haben wir es stehen, das war letztes Jahr die Neuheit, das ist Schmidtstraße, jetzt muss ich selber noch mal gucken, 31 bis 33, da gibt es ein Schuhgeschäft. Gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Wir haben in einem Seminar haben wir mal ein Schmidtstraßenhaus gebaut und dann war noch Platz für 2 weitere und dann kam eine Seminarteilnehmerin auf uns drauf zu und hat gesagt, das ist ja ganz gut und schön, ihr habt ja tolle Stadthäuser, aber was sehr enttäuschend ist für die Frauen, ist ja kein Schuhgeschäft dabei. Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, wir wollten ja weitermachen mit der Schmidtstraße, du weißt aber selber, das ist natürlich nicht so einfach, dass man sagt, ja, wir machen was für die Schmidtstraße und einen Monat später hat man es. Sondern das sind natürlich Entwicklungsprozesse, die da stattfinden. Und dann haben wir das einfach mal mit aufgegriffen, ganz witzig. Und deswegen heißt dieses Schuhgeschäft auch Lisa Hebisch. Also Frau, die bei uns im Seminar also mit dabei war, ist natürlich alles abgesegnet, das durfte man so nennen. Und das war auch die erste Serie der neuen Schmidtstraßen, also neue, in Anführungsstrichen, neuen Schmidtstraßenhäuser. Da kamen neue Dächer mit dazu und die haben, und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, eine ganz filigrane Ausgestaltung. Also im Schuhgeschäft stehen wirklich Schuhe, Regale, Kartons. Wir haben ein Whisky-Geschäft, da steht dann das entsprechende Interieur, ist da natürlich auch mit vorhanden. Wir haben so einen Flachbau hier mal gemacht, ne, so einen Altstoffhandel, auch mit entsprechenden Dingen, die es dafür gibt. Also auch das wurde aufgegriffen, dass also da immer feiner ausgestaltet wird. Nicht einfach nur die Papiermaske, sondern du hast jetzt wahnsinnig viel kleines Ausgestaltungszeug, was du eben mit reinfügen kannst in die Geschäfte. Das macht das Ganze ja erstmal richtig rund und perfekt, denke ich. Genau, genau. Das lässt ja wiederum viel Spielraum. Du hattest vorhin noch mal die alte Schmidtstraße angekündigt und die neue Schmidtstraße. Ja. Das andere.
an der alten neuen Schmidtstraße denn jetzt eigentlich anders? Also die neue Schmidtstraße in Anführungszeichen ist natürlich so, dass wir oder dass Auhagen da einfach mal klarere Fronten gestaltet hat. Also die alten Fronten, das ist ja viel mit diesen schweren Stuckelementen und so weiter. Davon ist man jetzt ein bisschen abgerückt. Hat gesagt, wir machen so ein bisschen klarere Fronten, hat es ja auch gegeben. Was mir persönlich sehr gut gefällt, es gibt neue Dächer. Also es gibt zum Beispiel auch Blechdächer für die Gebäude, was natürlich auch wiederum, glaube ich, für den Markt in Osteuropa auch ganz, eine ganz witzige Geschichte ist, weil gerade Tschechien, Polen. Tschechien wollte ich gerade sagen. Ne, viel Blechdächer, die es da gibt. Und dann eben die neue Generation zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben eine viel, viel feinere Ausgestaltung hat. Na, also gerade für die Geschäfte wurde eben immer überlegt, was können wir dafür noch tun. Das setzt sich in diesem Jahr auch fort im Übrigen. Da kommt nämlich ein kompletter Schmidtstraßenzug, aber als Halbrelief. Und da... Leute, hört, hört. Ja, hört, hört. Es ist ja wirklich so. Ich meine, die Schmidtstraße, so wie sie jetzt ist, nimmt ja relativ viel Platz weg. Genau. Ja, also von der Breite. Das heißt also, dieses Jahr wann? Darf ich dir das auch entlocken? Ja, wenn ich jetzt richtig liege, im September, wird das kommen. Genau, das wurde ja auch schon angekündigt. Ja. Ja. Auch da wird es wieder Form- und Farbvarianten geben. Auch für die Dächer natürlich, für die Fronten. Und es gibt neue Geschäfte. Also da wird zum Beispiel ein Elektrogeschäft drin sein vom Herrn Börner. Das ist ja der Dioramenbauer der Firma Auhagen, der gelernter Elektriker ist. Und da war das natürlich klar, dass wir... Da will ich doch mal einen kleinen Handmixer sehen. Ja, also auch wie gesagt, mit der Ausgestaltung geht es da auch weiter. Und das Schöne ist natürlich, die sind viel, viel platzsparender, weil du brauchst eben keine Rückwand, wenn die ganz hinten am Ende stehen. Das sieht dann sowieso keiner. Ne? Das ist eben so. Und es wurde schon ganz oft gefragt, also könnt ihr nicht mal Halbreliefhäuser machen, weil hinten brauchen wir eben den Hinterhof nicht oder die Rückseitengestaltung. Und jetzt wurde eben nicht lange gefackelt und wurde gesagt, in dem Zuge, dass wir neue Geschäfte im letzten Jahr gemacht haben, neue Fronten, machen wir davon mal Halbrelief. Ich glaube, es sind 5 Gebäude, aber nagel mich nicht so fest. 5 Gebäude, glaube ich, drin. Und ich glaube, das ist einfach eine interessante Sache. Das belebt natürlich ungemein. Na? Und dann, du hattest vorhin gerade die Dächer angesprochen. Dann hat man ja noch eine Möglichkeit, oder was zu zeigen. Ich habe ihn ja wirklich gelöchert. Er hat es mir dann gezeigt und hat gesagt, es ist kein Problem. Wir zeigen das den Zuschauern. Das wäre? Bei Auhagen findet ja ganz viel auch im Hintergrund statt, was der geneigte Modellbahner oder Modellbauer vielleicht so gar nicht mitbekommt. Man sieht immer so die Neuheiten, die jedes Jahr bis angekündigt werden. Und ich habe hier einfach mal so eine Bastelplatte, wie man so bei Auhagen heißt, glaube ich, Bastelplatten. Ne? Das ist hier so eine Strukturplatte, Kopfsteinpflasterstraße. Ja? Sieht man vielleicht, ich halte es mal so ein bisschen in die Kamera. Und das, was so ein bisschen störend war, das hatten auch viele Leute geschrieben, war zum einen, dass der Schriftzug Auhagen hier eingeprägt ist. Das merkst du auch, wenn du rüberfährst. Und wenn du hier einen Schnitt in die Platte machst und du willst das Ganze dann aufdoppeln oder zusammenkleben, dann hast du hier oben immer irgendwelche Löcher drin gehabt. War unschön. Auch der Anspritzpunkt merkt man hier. Das ist richtig kräftig. Richtig kräftig gemacht. Und da hat jetzt der Kai Steinert gesagt, das müssen wir mal abändern. Das ist ja der Konstrukteur der Firma Auhagen. Und jetzt sehen die Platten hinten schon mal so aus. Da wurde also ein komplett neues Werkzeug ganz für gemacht. Dass die Rückseiten, also ganz fein. Man sieht auch, dass diese Schrift ist hier wie reingeätzt, sagt man dazu. Ja, der Anspritzpunkt, merkt man auch, ist wirklich ganz fein. Man hat eine richtig gute Schneidekante. Und der Wahnsinn kommt aber eigentlich hier vorne. Das ist eine Pappdachgestaltung, also man wird es so kaum einfangen können, richtig, mit der Kamera. Wir legen dann gleich nochmal ein Bild drauf. Genau, du machst nochmal ein Bild davon. Ja. Das ist in einem sehr aufwendigen Verfahren. Also hier wurde erst ein Handmuster gemacht. Das ist wirklich eine alte Pappdachgestaltung mit viel Falten, Rissen, Flickstellen. Wurde ein Handmuster von gebaut und das wurde in einem sehr aufwendigen Verfahren abgeformt. Davon gibt es jetzt wirklich eine Metallform und so werden diese neuen Pappdächer rauskommen. Und du warst ja vorhin schon so begeistert, als du das in der Hand hattest. Also ich glaube, das wird wirklich was richtig Tolles. Es ist eine Struktur drauf von so einem faltigen, so eine Art Weltpappdach-Quatsch. Ja, diese alten Jute-Gewebebahnen, die es früher mal gab, die dann so. Das lässt ja auch wieder viel Raum für Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, und das sieht auch schon richtig geil aus, so muss ich sagen. Tolle Sache. Das kommt wann? Das kommt jetzt schon im Juli, gibt es die.
wird es diese Dachplatten geben. Ich glaube noch mit zwei anderen. Da kommen noch neue Ziegeldachplatten dazu. Biberschwanz, auch alles neu gemacht. Einmal Kronen, einmal Doppeldeckung, so wie man das also draußen auch kennt. Und dann gibt es diese wunderschön gemachte Pappdachgestaltung dazu. Also Sie sehen schon, liebe Freunde, es ist vieles möglich und man kann vieles gestalten, man kann vieles machen. Ja. Und Auhagen macht sich da immer wieder eine große Platte, muss ich sagen. Platte. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Sie können ja auch diese Dachpappenplatte sozusagen, ja, oder wenn man, ja, auch auf Häuser. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Flachdächer. Umbauen. 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 Off-peppen, wie man so schön sagt. Ja. Die ganze Geschichte, apropos off-peppen. Was kommt jetzt? Ja, er guckt mich mal ganz erschrocken an. Also, jetzt kommt Folgendes. Ich möchte gern noch mal auf die Multicar-Palette. Ihr habt sich ja auf Multicar ja so richtig eingeschossen. Ja, ja. Die Multicars kann man natürlich auch schön hier am Kommunalfahrzeuge. Gibt es ja sogar. Ja, gibt es. Ne? Genau, wir hatten ja vor, glaube ich, 2 Jahren hatten wir einen Wasserwagen gemacht. Ja. Da kann also hier die Bäumchen gießen. Ja, genau. Nochmal. Und ja, was heißt eingeschossen? Also bei Multicar ist es natürlich so, der M22, den es bei Auhagen im Programm gibt, das sind natürlich Fahrzeuge, du kennst sie ja selber noch live, die gab es ja mit wahnsinnig vielen Aufbauten, ja, also ganz viele verschiedene Aufbauten gab es für diese Fahrzeuge. Und das Gute ist, du hast ein Basisfahrzeug und entwickelst dafür immer nur noch neue Aufbauten. Mhm. Und auch da geht es ja dieses Jahr weiter. Da kommt für den M22, das ist noch nicht da, aber da kommt der Hochbordkipper in H0, wenn ich da jetzt richtig bin. Und natürlich, jetzt ist es am Start, das Minicar-Programm. Und das Minicar-Programm ist ja für Auhagen zumindest mal aus den Konstruktionen der vorhergehenden Firma Minicar entstanden. Und man hat diese Konstruktion genommen. Das war eben der M24, 24.1 und 25. Ja. Und die hat man zeitgemäß überarbeitet. Die habe ich hier vorne auch mal hingestellt. Gibt es auch jetzt Bilder zu sehen davon. Ja. Was mich beeindruckt, ist der Kipper mit den geöffneten Türen. Das ist ja auch immer so eine Sache, die geöffneten Türen, da ist Leben drin. Wir hatten ja auch schon mal, wenn Sie sich erinnern, bei unseren Modellbau-Quickies gezeigt, man kann also mit wenig Aufwand auch die Räder einschlagen zum Beispiel. Genau. Das so ein bisschen, die sind ja in Wirklichkeit auch nicht alle gerade. Und das macht ja eigentlich so das Richtige aus. Und die sind eigentlich so fertig oder muss man da selber noch Hand anlegen bei den Multicars? Also, es sind Bausätze, ganz klar. Ja. Ja. Und die Türen sind separat beigelegt. Also ich kann mir aussuchen, ob ich die Türen offen oder geschlossen darstellen möchte. Das ist also wirklich eine ganz tolle Sache. Die Fahrzeuge sind komplett bedruckt, bis hin zum Nummernschild. Dann gibt es auch, das habe ich hier mal, es gibt für die Fahrzeuge passende Fahrerfiguren. Ja. Die kommen so, kommen die jetzt mit, wie die hier sind. Ich zeige das mal so ein bisschen. Ja, die sind... Wir blenden es gleich nochmal genau. Genau, die sind bedruckt, gedruckt, diese Figuren. Da hat sich der Robert Werner, der Chef, hat sich dann selber mal hingesetzt. Er hat gesagt, danke Robert. Ja, vielen Dank Robert. Ist einfach ein cooles Detail für so eine Fahrzeuge. Ja. Man muss sie selber anmalen. Ich glaube aber, das stellt jetzt nicht so das riesengroße Problem dar. Ja. Und das ist einfach eine schöne Ergänzung, wenn ich so eine tollen Fahrzeuge habe, wenn ich schon Türen offen darstellen kann oder das Führerhaus, so wie du es hier siehst, angekippt. Ja, da ist also auch hier die kleine Motornachbildung drin. Ich habe richtig Gummireifen, da stehen sogar die Reifengröße und das Reifenwerk mit drauf. Deswegen habe ich ja gesagt, ihr seid verrückt, aber es ist okay. Es sind Klarglasscheinwerfer, die eingesetzt wurden. Und du kannst, das ist schon formtechnisch so vorgesehen, diese Scheinwerfer können hinterleuchtet werden mit Micro-SMDs. Mhm. Ja, also Bauform 0402 passt da rein, kann also wunderschön hinterleuchtet werden. Ich glaube, das lässt schon keine Wünsche mehr offen. Na, dann haben wir ja nicht nur den Multicar neu, sondern es ist ja auch der Leutewagen. Ja, auch da kann ich die Tür offen darstellen. Ja. Das war halt so ein Pausenaufenthaltsraum. Da gibt es also auch ganz viel Zubehör bis hin. Essenkübel sind mit bei, es sind Flaschen, Gläser mit bei, es sind Gummistiefel mit bei. Ja, also... Jetzt kommen ja nicht mit der Sache, es sind ja aus echten Gummi. Nein, das ist nicht. Aber es sind auch wieder Gummiräder natürlich, auch wieder mit Reifengröße und Schriftgröße drauf. Also ich glaube, das ist schon eine ganz tolle Sache.
Und dann, du siehst, wir haben also nicht nur Multicast. Im Auhagen-Programm ist dann noch erschienen hier das der... Das ist ja ein bisschen das kleine Highlight. Ja, T172 ja. Mit Auslegerverlängerung und Kohlengreifer. Ich habe ihn hier mal vorne hingestellt. Ja. Ich habe hier noch die Schleppstange mit eingesteckt, damit man das einfach mal so ein bisschen sieht. Auch da kann ich natürlich wieder die Tür offen darstellen. Ich habe eine ganz feine Innenausgestaltung. Das ist, glaube ich, schon... Ja, ist schon ein kleines Highlight, wenn man das auf der Anlage zu stehen hat. Also mir macht es auch immer Spaß, diese Modelle zu bauen. Es ist wirklich sehr, sehr passgenau. Wir haben, das muss man vielleicht noch dazu sagen, gerade bei den Multicars oder auch hier beim Bagger, die Türen sind natürlich nicht beweglich, sondern man muss sich entscheiden, offen oder geschlossen darstellen. Ja, vielleicht der findige Modellbahnfreund wird eine Tür auch noch beweglich darstellen können. Also das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Und ansonsten auch das Führerhaus. Wenn ich das gekippt darstellen möchte, ich muss es eben arretieren. Also es ist nicht so klappbar, aber ich glaube, die wenigsten werden ja mit ihren Fahrzeugen wirklich per Hand über in die Modellbahnanlage fahren. Und von daher. Aber es ist immer schön, dass man auch, wenn man auf so einer Modellbahnanlage steht und man sieht so ein Fahrzeug mit angekippten, da sagt man sich, oh, der ist kaputt. Wenn man jetzt noch ein bisschen, oder muss gewartet werden, wenn er auf einem Hof ist, wenn man jetzt noch Arbeiter drumherum stellt, die mit Werkzeugkästen und was weiß ich, es ist ja alles da bei Auhagen, es ist ja nicht das Problem. Dann kann man so visuell so kleine Geschichten erzählen, glaube ich. Und das ist ja auch das Wichtigste, ne? Also das ist ja immer das Hauptthema bei der Modellbahn. Es gibt natürlich immer ganz viele Leute, wir kennen das beide, die kommen dann manchmal an den Stand und sagen dann, ja, das hat es aber so nicht gegeben. Wo ich dann immer denke, wenn man eine Geschichte drum erfindet, dann gibt es das halt oder gab es das dann halt auch mal. Ja? Und jetzt sind wir wieder bei so einem oberen Thema. Ich meine, eine Kohlenverladung oder hier bekommt irgendeiner an der Schmidtstraße bekommt auf einmal Kohlen, die müssen mit der Schubkarre auf den Hinterhof gekarrt werden. Denn hier liegt auch noch ganz viel Zubehör bei. Hier liegen noch Brikettbündel bei und alles sowas. Ja? Und, oder hier mit dem abgeklappten Führerhaus, da kann ich eben eine schöne Reparatursituation in der Stadt darstellen. Also auch das belebt das natürlich wieder. Ja, es gibt ja auch diese wunderschöne Autowerkstatt von Auhagen. Ja, da, wo du mich verblüfft hast mit dem Schub, mit dem Werkzeug. Ja, genau. Also das, ne, also, ja. Und ich sag mal, wenn man dann so eine fein detaillierten Modelle hat, das ist natürlich auch das, wo es letztendlich hingehen soll. Und eine Geschichte um irgendeine Situation herum erfinden, ich glaube, das ist immer das kleinste Problem. Und viele Leute haben ja auch selber tolle Geschichten schon erlebt draußen und haben gesagt, jetzt baue ich das einfach mal nach. Ja. Und davon lebt ja auch die Modellbahn. So, und jetzt in einer kleinen Zusammenfassung einen kleinen Querschnitt von den Produkten, die wir Ihnen hier so mal so lässig locker vorgestellt haben. Ja, mein erstes Beispiel, was ich Ihnen nennen möchte, was mir vorhin auch sehr gut in der Erzählung von Mike gefallen hat, sind die Stadthäuser Schmidtstraße 31 bis 33, die neue alte Schmidtstraße mit diesem wunderbaren Schuhgeschäft. Dann haben wir mit der Artikelnummer 11464 die Schmidtstraße 35 bis 37, auch das hatten wir gerade besprochen mit der Altstoffhandlung zum Beispiel. Was wir nicht im Bild hatten, aber besprochen hatten, war die Auhagen 11391, das Eckhaus Schmidtstraße 11. Ja, zu den Straßen gibt es ja auch verschiedene Sachen und reichliches Material. Hier beispielsweise mit der Artikelnummer 42576 Pflastersteinplatten oder besonders auch für Bürgersteige ganz gut geeignet oder für verkehrsberuhigte Bereiche die Betonverbundpflasterplatten mit der Artikelnummer 41206. Dann gibt es nochmal mit der Artikelnummer 42546 Pflastersteinplatten und die Gehwegplatten mit Zubehör. Da ist wirklich alles dabei, was man sich so vorstellen kann, um einen wunderschönen Gehweg zu bauen. Ja, und den Gehweg kann man natürlich nur bauen oder fertig machen, wenn man auch die Bordsteinkanten und die Rinnsteine dazu hat, mit Artikelnummer 42576. Denn Mike nannte das ja gerade auch, es muss ja ein bisschen erhöht sein und ein gewisser Abschluss da sein. Dann haben wir einen Satz wunderschöne Bäume, die sind zwar schon etwas älter, passen aber auch auf die Schmidtstraße mit Artikelnummer 70935. Dann, was bei den Bürgersteigen ja sehr oft zu sehen ist, um auch wilde Frevler oder
Wildparker oder Leute, die also unbedingt immer überall rumtrampeln müssen, die sogenannten Schutzgitter für die Bäume, damit also auch hier der Baum in aller Ruhe wachsen kann. Ja, was ich ganz lustig fand, waren die Telefonzellen inklusive Briefkästen mit Artikelnummer 41662. Ja, dann haben wir hier junge Bäume mit Baumpfählen. Das eignet sich auch hervorragend zur Bepflanzung eines Bürgersteigs in der Schmidtstraße. Und wer die Schmidtstraße bauen möchte mit Hinterhöfen, auch da gibt es reichlich Zubehör mit Mülltonnen etc. pp. Man sieht auch ein paar Sandkästen da und Papierkörbe. Dann ganz wichtig, Straßenlampen. Auch hier erinnere ich mich an eine Episode, als Mike eine Straßenlampe mal mit einer LED versehen hat, einfach mal um zu probieren. Es geht also ein bisschen fummelig, aber es kommen ja dann wieder die Basteltage. Vielleicht macht der ein oder andere dann diese Geschichte nach. Dann natürlich mit dem Abfallsammelbehälter, Artikel Nummer 41645, diese kleinen Multicars, die also nirgendwo auf der Anlage fehlen sollten. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Und dann habe ich noch last but not least. Wir hatten gerade über diesen T172 Kohlegreifer gesprochen. Im Hintergrund nochmal wunderschön die Schmidtstraße zu sehen. Aber der Kohlegreifer hat ein bisschen was auf den Bahnanlagen zu tun und tut also Kohle be- oder entladen. Das waren mal so im Schnelldurchlauf so ein paar kleine Beispiele. Mehr natürlich auf xtrain24.de. So, liebe Freunde, das war der kleine Querschnitt an Produkten, die Auhagen für über das Thema, was wir heute besprochen haben, bereithält. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu sehen und zu basteln auf jeden Fall. Immer, Frank. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich gefreut. Ja, das war's, unser heutiger Freitalk, liebe Freunde. Wieder was zum Nachdenken für das Wochenende und für die vielen, vielen Bastelstunden, die also im Herbst auf uns drauf zukommen. Machen Sie sich mal Gedanken drüber und ich freue mich, dass Auhagen so viele, viele Produkte dafür bereithält. Und ein bisschen Fantasie, hatten wir ja gerade festgestellt, brauchen wir auch dafür. Ja, na sicher, natürlich, ja. So, und ich trinke jetzt noch meinen Kaffee aus. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende, liebe Freunde. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder demnächst auf gleicher Welle und Kanal. Vielen Dank, lieber Mike, für deine Bereitschaft in deiner tollen Werkstatt. Viele werden uns jetzt beneiden. Und wir gucken dann nochmal, was es noch so alles gibt. Also machen wir so. Machen Sie es gut. Tschüss. Bis dahin, machen Sie es gut.